Der ein oder andere nicht mehr Schulpflichtige wird sich zurzeit wahrscheinlich wundern. Was passiert in dieser Welt, die doch bisher so in Ordnung war? Da ist plötzlich ein Le Floyd. Wo kommt der denn her? Der interviewt die Kanzlerin. Und im Kino ist plötzlich ein Film und die Leute laufen in Scharen rein. Der nennt sich Kartoffelsalat von einem Torge Fresh. Den hat man auch noch nie gehört. Da sind aber auch noch Leute plötzlich auf Plakat wie Waititi, Biggie, Beauty, Lochis. Auch nie gehört, was kann sich dahinter verbergen. Und damit herzlich willkommen zu bester-film.de, dem Podcast- und Videorezensionskanal zum Kino. Also, ich habe mich reinbegeben, todesmutig, als Erwachsener, als gestandener Erwachsener, der natürlich jetzt sich schon mal gestählt hat mit Vorrezensionen. Filmstarts hat diesem Film einen ganzen Punkt gegeben. Und auch ansonsten gibt es hier und da ein paar verwunderte Kommentare. Ich wollte es live sehen und bin dann auch gleich erstmal unangenehm aufgefallen, weil ich nämlich da war. Um mich rum eigentlich nur minderjährige Mädchen ich. Ja, man kommt sich so ein bisschen wie so ein Kinderschänder plötzlich vor, aber ich habe es durchgestanden und muss sagen, ich wurde enttäuscht. So schlecht ist er gar nicht. Also erstmal vielleicht der Reihe nach, wer sind diese Leute, die ich gerade eben erwähnt habe? Das sind YouTuber. Das heißt, das sind Leute, kranke Leute, die sich vor Kameras setzen und anfangen, in diese zu reden. Und zwar tun sie das in der Regel so, dass sie einen Satz sagen und dann ein Schnitt kommt und dann kommt der nächste Satz. Das kann ich natürlich jetzt hier auch, Punkt, muss ich aber nicht. Ist nämlich viel Schneiderei dann dabei. Deswegen, kurz zum Film selber. Torge Fresh hat ihn, wie gesagt, gemacht. Er ist YouTube-Star. Sandra ist zum Beispiel seine Figur, kommt aus Marne, aus dem schönen Dithmarschen. Am Ende steht auch von Dithmarschen gefördert. Kenne ich sonst nur von den Kohltagen. Anderes Thema. Also, der hat sich alles andere gegriffen, was gerade so bei den 12- bis 18-Jährigen on Vogue ist. Wie Waititi, die Lochis und so weiter und so fort. Und die auch Millionen von Followern haben. Insgesamt wohl eine potenzielle Zielgruppe von 20 Millionen. Das kann spannend werden im Kino. Und, die haben jetzt gemeinsam einen Zombie-Film gemacht. Zombie-Filme haben Tradition, was solche Spaßprojekte dann angeht. Das haben wir zum Beispiel bei New Kids auch schon erlebt. Hier spielt es in der Schule und sie haben sich auch noch ein paar alte Haudegen des deutschen Humors gegriffen. Otto Walkes, der hat es, glaube ich, auch mitgefördert, das Ganze. Madin, ne, der mit dem großen Breitmaul ist dabei. Und Jenny Elvers, die sich wunderschön selber auf den Arm nimmt. Und die Geschichte ist eigentlich Banane. Also wir haben hier einen Loser, der an eine Schule versetzt wird und plötzlich passiert da eben die Zombie-Apokalypse und er wächst über sich hinaus. Das sind alles allerdings nur Aufhänger für eben aneinandergereihte Gags. Je nachdem, aus welcher Generation man kommt, merkt man dann schon mal gleich, na, das ist doch sehr abgekupfert von der Speed und von Timing und so weiter, zumindest versuchten Timing bei der nackten Kanone, ein bisschen Fuck you Goethe. Erreicht aber natürlich meines Erachtens nicht dieses Niveau, aber will's ja gar nicht. Es hat ja nicht mich als Zielgruppe. Ich bin da völlig falsch in dem Kino. Wie gesagt, um mich herum nur kleine Mädchen. Sondern die waren die Zielgruppe und die haben sich gut einem Anschein nach unterhalten um mich herum. Da wurde gelächelt und gelacht und man kann ihn trotzdem gucken. Also wenn die Minderjährige nicht alleine da rein will oder der Minderjährige, kann man auch als Eltern mit. Da ist jetzt so schlimm, wie Filmstarts den gemacht hat, das auch nicht. Das ist nicht Klimbim und das ist nicht Torte ins Gesicht knallen. Da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Man wird nur vieles vielleicht auch gar nicht verstehen. Ne? Also wenn man schon nicht weiß, was YOLO ist, dann ist auch schon mal ein Teil der Gags weg. Gibt viele Running-Gags. Immer wieder wird dann, wenn Sprichwörter kommen, das Ganze wörtlich genommen. Nicht neu. Egal. Die Generation, die es anspricht, hat im Zweifel noch nicht mal eine nackte Kanone gesehen. Also werden die sich trotzdem drüber freuen. Und was kann man einem Film Schlechteres vorwerfen, als dass sich Leute dann in diesem Amüsieren. Muss ja nicht jeder sich amüsieren drüber. Nein? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Film ist bei weitem nicht so schlecht, meines Erachtens, als er gemacht wird teilweise. Wenn man mit den Leuten was anfangen kann, ist es wahrscheinlich sowieso ein größerer Spaß, weil die auch teilweise ein bisschen gegen den Strich dann besetzt wurden. Und man merkt dem Film auch durchaus an, dass hier professionell, aber eben mit auch viel Spaß wahrscheinlich versucht wurde, das, was man sonst in diesen 5-Minuten-Häppchen dann bei YouTube hat, in einen großen Film hineinzupacken. So groß ist er dann aber auch nicht. Also zu viel Angst muss man auch nicht haben. 81 Minuten hat er denn. Und ich sage ja, selbst als nicht mehr 18-Jähriger kann man hier und da ein bisschen schmunzeln.
Unsinn. Wenn man nur da rein will, nee, 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 lassen. Also als Erwachsener, dann kann man sich lieber andere humoristische Filme angucken. Da gibt es durchaus Besseres. Das ist ja egal. Ich rede ja hier gerade nicht für die Leute, die den Film sehen wollen. Und ich sage ja, bei mir war es voll und ich befürchte und vermute, es wird auch so erstmal noch im Kino bleiben, wenn man auch so bei Twitter mal nachliest. Das kommt einem anscheinend nach ganz gut an, was da an diesem Film so passiert. Otto Waalkes allerdings, der ist ein Totalausfall in diesem Fall. Da fand ich gar nichts witzig. Mit dem bin ich ja nur aufgewachsen und den Humor hätte ich ja noch, aber nö, da war nichts. Also war nichts Witziges. Wenn man jetzt unbedingt Verfechter des, ich will unbedingt das Gesamtwerk von Otto Waalkes gesehen haben, muss man vielleicht rein, aber ansonsten deswegen vielleicht nicht unbedingt. Herr Heisterkamp, der ist da schon irgendwie gewisserweise witziger. So, das war's. Punkte, wie soll ich denn Punkte geben? Ich bin die Zielgruppe. Kann ich irgendwelche Zahlen um mich werfen? Bringt aber nichts. Also, am besten selber bei Twitter mal gucken, was die Jugend darüber redet. Ich glaube, die wird dem, würde ich vermuten, das ist aber nur eine reine Schätzung, dem durchaus 7 Punkte geben. Also, das war's. Mehr habe ich heute nicht. Das war mein Kartoffelbrei zum Kartoffelsalat. Auch das war schon klar. Das soll ein Trashfilm sein und so ist er eben auch geworden. Ich finde sogar die Auflösung, die es am Ende gibt zu diesem Zombie-Apokalypse, fand ich sogar ein bisschen überraschend. Also das habe ich gar nicht so erwartet und fand ich sogar, also das war innovativ ein bisschen, ja. Gut, also genug der Lobhudelei. Das war's für heute mit bester-film.de. Demnächst und zum nächsten Mal schnapp ich dann auch Arne wieder mit rein. Das habe ich mich hier nicht getraut. Ist glaube ich auch besser so in diesem Fall. Der wäre, glaube ich, eine witzige Besprechung. Na egal. Nächstes Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss. Brumm, brumm. Alles Leute, die eben bei YouTube groß geworden sind und hat sich auch noch Otto Waalkes gerade mal auf den Weg geknallt.